Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Overclocked, eine Geschichte über Gewalt. Ich will mal was so... Nee, jetzt bin ich schon wieder falsch abgebogen. Einmal hier entlang und da entlang. Wir horchen mal. Es ist still. Wenn ich jetzt reingehe... Ich sagte raus. Ja, okay. Das hat jetzt nicht geklappt. Brauche ich nochmal. Es ist still. Er läuft herum, etwas weiter entfernt. Okay, rein. Ich sagte raus. Ja, ich bin ja schon draußen. Ich habe ihn. Den kleinen Zettel. Ich möchte wetten, dass das der Schlüssel dazu ist, wie er aus der Zelle abhauen konnte. Ich hole jetzt die Taschenlampe und dann sehe ich mir das da draußen mal an. Muss der Flashback doch eigentlich zu Ende sein? Ja, tatsächlich. Alles in Ordnung. Du bist hier, in Sicherheit. Hä, aber was ist mit dem zerrissenen Tagebuch passiert? Das hat er ja dann nicht mehr dabei. Seltsam. Oh. Geh nochmal zurück. Ich bin's nochmal. Ich habe über unsere letzte Sitzung nachgedacht. Vielleicht würde es dir helfen, wenn ich dir zusätzliche Informationen dazu gebe. Ich bin müde. Er ist müde. Hey, aber red nochmal. Das ist jetzt einfach eine normale Aussage. Es ist dunkel da drin, scheint ihm aber nichts auszumachen. Es ist dunkel da drin, scheint ihm aber nichts auszumachen. Gleich. Mal sagen, wir schalten das Licht mal wieder an. Gehen nochmal zu... Mal sehen, ob ich in Zelle 1 Glück habe. Ach! Jetzt kann ich ihn bestimmt auf das Tagebuch ansprechen. Hallo, mein Junge. Na? Wie ist es? Können wir ein bisschen weiterarbeiten? Ich habe vielleicht ein paar Anhaltspunkte, die uns weiterbringen. PDA. Zelle 3. Nacht haben wir mittlerweile, ne? Sag mir, was du siehst. Gänge. Ein Kanal oder sowas. Ach nee. Warte, Zelle 3. Zimmer. Es klopft. Mal sehen. Ah, gut. Du hast gehört, was er gesagt hat? Er war bei einem Jungen, der weinte. Es ging um ein Tagebuch. Du weißt, wovon er spricht. Er hat kein Recht dazu. Er hat kein Recht, darin zu lesen. Es ist dein Tagebuch, nicht wahr? Woher hat er es? Erinnere dich. Da ist sie wieder. Das Mädchen. Hey. Hör mal, kann ich dir irgendwie helfen? Du bist ganz schön fertig, hm? Wir sind alle ganz schön fertig. Sie will mich trösten. Komm schon, Kopf hoch. Bald sind wir wieder zu Hause. Sie lügt. Also, wenn du mit jemandem sprechen willst, du weißt ja, wo ich bin. Du kannst jederzeit zu mir kommen.
Zu dir kommen? Zu dir? Du steckst doch mit denen unter einer Decke. Ihr wollt mich fertig machen. Ist sie weg? Ja. Ich habe mein Tagebuch nach ihr geworfen. Oh. Ich danke dir. Du hast mir sehr weitergeholfen. Das war schon sehr viel. Wir belassen es dabei. Ich krieg hier richtig Gänsehaut, ey, bei den Zwischensequenzen. Oh. Er war irgendwie traurig und schön zugleich. Ich glaube, jetzt können wir endlich mal mit ihr reden. Na, Kleine, immer noch keine Erinnerungen? Hab Geduld. Ich weiß, wir finden etwas, das dir weiterhilft. Wenden. Zelle 1. Da ist sie wieder. Das Mädchen. Sie. Das mal sehen. Genau. Langsam verstehe ich das Spielsystem. Hast du es gehört? Er spricht von einem Tagebuch. Ich glaube, du bist diejenige, nach der er es geworfen hat. Es stimmt, nicht wahr? Erinnerst du dich? Er ist verrückt geworden. Völlig verrückt. Erzähl, an was erinnerst du dich? Oh Gott. Ich bin auf diesem Wachturm. Ich war schon einmal hier. Da ist ein großes Gelände. Und das Meer. Was hast du jetzt vor? Ich haue ab. Ich weiß, dass ich hier weg muss. Kannst du herunterklettern? Ich weiß nicht. Vielleicht. So, jetzt spielen wir sie hier. Ich glaube, das ist Laura. Wenn, zumindest nach den Tagebucheinträgen von Jonathan. Schrank. Mit bloßen Händen lässt es sich nicht öffnen. Du hast ja ein Messer dabei. Versuch's mal damit. Da ist eine Kiste drin. Okay. Rettungsboot. Kann ich nur anklicken, aber nicht auswählen. Geländer. Seil anbinden. Wir haben überhaupt kein Seil dabei. Oh. Okay, hier ist nichts mehr. Runterklettern. Warte, da. Nee, ist doch kein Seil. Hab nur Hallus. Seil anbinden. Ah, ein Truhewarnseil. Herunter. Nein. Ich kann da nicht runterspringen. Das würde ich nicht überleben. Ich muss einen anderen Weg finden. Ach so, ich dachte, sie versucht jetzt am Seil zu klettern. Rettungsboot drücken. Rettungsboot? Rettungsbox bestimmt und ich habe mich vollkommen verlesen. Ne, doch, Rettungsboot. Ah! Jetzt kann ich hier aber runterspringen. Ich habe eine Rettungsinsel gefunden. Sie ist schon unten, im Meer. Und jetzt? Jetzt muss ich hinterher springen. Mach dir keine Sorgen, du bist schon gesprungen. Es sind Erinnerungen. Ich hab's geschafft. Sprich weiter. Ich kann nicht. Du musst es versuchen. Konzentrier dich. Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr. Okay, in Ordnung. Entschuldige, wir machen Pause. Ich kann nicht mehr. Ich will dich nicht quälen. Du machst das hervorragend. Ich komme später wieder.
Jetzt fehlt nur noch das letzte Mädchen, das ganz neue. Dann haben wir zu allen zumindest mal erst Kontakt. Ich glaube, wir können für heute aber auch mal aufhören, oder? Oder will er bei noch irgendwem was machen? Ich lasse ihn erstmal. Ich würde sagen, für heute reicht's erstmal. Zelle 4. Ich brauche etwas, das ihr den Einstieg erleichtert. Ah, nun kennen wir leider noch gar nichts von ihr. Vielleicht. Nee. Aber sie wissen wir halt gar nicht. Das ist das Problem. Weil die anderen haben sie nämlich auch noch mit keinem Wort irgendwie erwähnt. Er braucht nur einen kleinen Hinweis, glaube ich. Braucht nur einen kleinen Hinweis. EDA. Zelle 2. Ich habe eine Rettungs. Ah, okay. Vielleicht von Zelle 1. Da ist sie wieder. Nee. Zelle 5. Es ist soweit. Ich komme hier raus. Nein. Die kriegen mich nicht. Zelle 3 von ihm selber. Ich habe ihn. Den Kl. Nein. Das gibt's. Da ist wieder mein. Die Küche. Weiß, ob wir wirklich jetzt weitermachen sollen oder später. Wäre ja eigentlich schon für später. Ich bin's nochmal. Hör zu, mein Junge, so kann es doch nicht weitergehen. Ich will dir helfen. Du musst dich beruhigen. Versuch dich weiter zurückzuerinnern. Dann werden wir bald wissen, wie wir dir helfen können. Ah, da kann ich aber. Warte, Zelle 3. Mal sehen. Dumm. Jetzt kommen Hast du gehört, was ich dir vorgespielt habe? Kann es sein, dass du derjenige bist, mit dem er sich gestritten hat? Ist es nicht so? Erinnerst du dich? Ja. Es stimmt also. Erzähl mir davon. Wie kam es zu eurem Treffen? Okay, ich verschwinde hier. Ich habe genug von diesem Irrenhaus. Was tust du gerade? Wo bist du? In meinem Zimmer. Ich weiß schon, was ich tun werde. Ich hau ab. Durch die Korridore. Ich habe mir einen Merkzettel geschrieben. Für die Kombination. Es klopft. Willst du nicht öffnen? Ich bin nicht sicher. Ich weiß, wer das ist. Ich weiß es genau. Diese miese Ratte. Schon gut, schon gut. Ich bringe ihn um. Hör auf damit, Junge. Mach es nicht noch schlimmer. Beruhig dich. Ich komme später wieder. Er hatte diesen Konflikt mit dem Jungen aus Zelle 3. Daran werde ich mit ihm weiterarbeiten. Vielleicht jetzt bei Zelle 3 weiter. Also die beiden konnten sich hier scheinbar auf den Tod nicht leiden, ey. Ne, Quatsch, nicht von, dann von Zelle. Doch. Boah, irgendwie seltsam hier Okay, sortiert. ich verschwinde hier. Mal sehen. Ist irgendwie seltsam sortiert, finde ich.
Du hast mir von dem jungen Mann erzählt, dessen Zettel du genommen hast. Ihr habt Streit gehabt. Wie ist es dazu gekommen? Erinnerst du dich daran? Was hat er dir getan? Warum seid ihr verfeindet? Er ist gefährlich. Er... Ich bin wieder in der Küche. Und da ist ja auch mein spezieller Freund. Er betrinkt sich gerade. Und er hat eine Waffe. Draußen schreit jemand. Es schreit jemand? Ja, Mädchenstimmen. Bitte was? Wer zum Teufel schreit da draußen so? Ich hab dich was gefragt. Ein Plak. Die Flasche ist noch halb voll. Nimm deine Pfoten weg, sonst passiert was. Ah, jetzt guckt er weg. Bist du taub? Schade. Ich dachte, er guckt jetzt weg und dann könnte man mal versuchen, sich zu krallen. Macht er noch irgendwas? Bist du taub? Okay, nee, er merkt es sofort. Geh mal schnell in den Gang. Verdammt nochmal, was ist da los? Bestimmt aus dem Keller. Nein, auf keinen Fall gehe ich nochmal runter in diesen Keller. Okay, ich dachte, es hätte damit zu tun können. Zu tun haben können. Cliffzimmer. Halt, noch nicht. Draußen schreit jemand. Ach, draußen kommt das her. Okay, dann auf den Hauptplatz. Boah, wo kommt das denn her? Nein, dahin gehe ich nicht mehr. Nicht mehr, okay. Waffenlager? Andere Dinge sind jetzt wichtiger. Okay, Gefängnis? Aus dem Gefängnis. Die Schreie kommen von drin. Die beiden Mädchen müssen da drin sein. Oh, wieso sind die denn da drin? Abgeschlossen. Ja, ganz toll. Warte. Dann... Aber wo bin ich denn jetzt? Tunnel? Der Brunnen? Nichts Besonderes. Hat viel zu unübersehen. Aha. Wo ist denn Way? Da. Halt. Noch nicht. Halt noch nicht. Küche. Ihn vielleicht nochmal drauf ansprechen. Wer zum Teufel schreit da draußen so? Ich hab dich was gefragt. Okay, das hatten wir schon. Oh ja, will die ja da rausholen. Bei Cliffzimmer sagt er halt noch nicht. Lauras Zimmer? Abgeschlossen. Toll. Jonathans Zimmer? Abgeschlossen. Victorias Zimmer? Da guckt er jetzt wieder länger. Abgeschlossen. Wir haben nichts dabei. Rays Zimmer. Ich habe was anderes zu tun. Oh ja, du bist ja lustig, dann sehen wir doch was. Küche, Hauptplatz. Muss bestimmt doch irgendwas hier sein. Waffen. Andere Dinge sind jetzt wichtiger. Andere Dinge sind jetzt wichtiger. Toll. Nein, da gehe ich bestimmt nicht mehr rein. Wo willst du denn sonst hin? Abgeschlossen. Ah, aber sprechen kann ich mit den Leuten. Was ist hier denn los? Was macht ihr da drin? Er hat uns eingesperrt. Und warum? Weil sie auf mich geschossen hat. Sie hat zuerst geschossen.
Seid ihr komplett verrückt geworden? Sie! Wir sitzen hier fest. Ein Killer rennt hier rum. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch anzugiften? Jetzt mach schon diese verdammte Tür auf! Der Mistkerl hat die beiden tatsächlich eingeschlossen. Ich glaube, er dreht durch. Wo hat der Kerl eigentlich den Schlüssel her? Was weiß ich. Er hat ihn jedenfalls. In seiner Tasche. Okay, ich bin gleich wieder da. Vertragt euch. Mal sehen, was er dazu zu sagen hat. Warte mal. Die haben sich angeschossen. Sind die dumm? Ah. Vollidioten. Hey, nein. Oh. Jetzt bin ich doch wieder zurückgelaufen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich geklickt habe, aber... Seiner Tasche. Ja, gehen wir mal in die Küche. Die haben sich angeschossen. Den Schlüssel für die Gefängnisbaracke. Wie bitte? Den Schlüssel. Was? Kein Bitte? Du gibst mir jetzt den verdammten Schlüssel, sonst... Sonst was? Sonst knallt's, ne? Weißt du, da könntest du sogar recht haben. Vielleicht knallt es wirklich. Komm schon, versuch's. Hol dir den Schlüssel. Na? Was ist? Die beiden Mädchen bleiben da im Loch. Das werden wir sehen. Die Flasche ist noch halb voll. Bist du taub? Verdammt. Vielleicht jetzt in dein Zimmer? Ja. Hinter der Tür verstecken. Weinflasche. Eine leere Weinflasche. Da kommt mir eine Idee. Nimm die mal mit. Wir versuchen, die mal auszutauschen, wenn er wegguckt. Hinter der Tür verstecken. Ich müsste ihn irgendwie hier reinlocken. Dann könnte ich ihn überraschen. So, einmal raus. In die Küche. So. Warte, geh mal näher ran. So, ich warte mal, bis er zur Seite guckt. Na komm schon, mein Freund. Tatsächlich. Okay, ich habe die Flaschen ausgetauscht. Er hat nichts bemerkt. Und wenn er sich eine neue holen will, ich beeile mich jetzt besser. So, in den Gang. Cliffs Zimmer. Hinter der Tür verstecken. Dann mit der Weinflasche einen drüber ziehen. Ich höre Schritte auf dem Gang. Er kommt. Ah, hier endet der Flashback. Ah. Oh, hier dagegen geknallt. Ich lasse ihn jetzt lieber ein bisschen. Aber ich glaube, jetzt können wir mit dem Mädel aus 4 kommunizieren, indem wir ihr die Aufnahme vorspielen, wo sie mit der einen im Knast saß. Ich würde aber sagen, machen wir mal in der nächsten Folge. Ich finde, das Spiel entwickelt sich sehr gut. Ich möchte auch immer mehr wissen, wie es weitergeht. Ich sage jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Overclocked, eine Geschichte über Gewalt. Und bis dahin, macht's gut.